Es geht abwärts. In einen fast vergessenen Bierkeller im oberbayerischen Moosburg. Hier lagern noch alte Brauereiutensilien. Ideale Voraussetzungen für Matthias Hutzler und sein Team. Steriles Arbeiten ist wichtig bei der Probennahme. Deshalb auch die Schutzkleidung. Die kleinste Verunreinigung würde die Arbeit zunichte machen. Selbst die Kruste an dieser rostigen Stange soll mit ins Labor. Matthias Hutzler hat eine Mission. Er ist Hefejäger. Wir suchen halt hier noch Bierhefen oder wilden Hefen und versuchen halt dann mit denen später Bier zu machen. Und wir hoffen natürlich, Hefestämme zu finden, die es jetzt nicht mehr gibt, weil halt jetzt halt hauptsächlich Hochleistungsstämme verwendet werden, die über die Jahre verbessert und gezüchtet wurden. Und natürlich Hefen mit besonderen Aromen, alte Biertypen wiederbeleben. Das ist unser Ziel. Der Hefejäger hofft, die Urhefe zu finden, die vor etwa 500 Jahren in Europa auftauchte und erstmals ein verlässliches Brauen von untergärigem Bier wie Pilz und Helles möglich machte. Vielleicht wurde sie in diesem Bierkeller verwendet. Hefesporen könnten noch an diesem alten Holzschieber kleben. Wenn wir Glück haben, die können so Dauerformen bilden, Ascosporen heißen die, und dann können die Jahrzehnte überleben und die versuchen wir im Labor wieder zu beleben. Und dann, wenn wir Glück haben, können wir die beleben und können wieder Bier damit machen. Hefesporen finden sich überall in der Natur. Bierhefesporen aber natürlich am ehesten dort, wo auch Bier gebraut wurde. Die Hefejäger machen noch einen interessanten Fund. Eine fast 50 Jahre alte halbleere Bierflasche. Mit welcher Hefe die wohl gebraut wurde? Man schätzt, dass es rund 7000 Hefearten gibt. Doch nur 1500 sind bekannt. Die meisten wurden also noch gar nicht entdeckt. Das macht die Auswertung im Labor so mühsam wie die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Bei unserer letzten Probenahme, da haben wir ca. 100 Proben in einen Bierkeller genommen. In ungefähr 15 Proben sind Hefen gewachsen. Und von diesen 15 Hefen war wirklich eine dann verwandt mit den Brauereihefen, nach denen wir suchen. Und zwei waren wilde Hefen, die man so aus der Brauerei kennt. Und die anderen hatten nichts mit Brauerei zu tun. Dann sieht man schon, wie viel Arbeit man da reinstecken muss. Bei jeder Probe hat Matthias Hutzler die Hoffnung, endlich die Urhefe zu finden. Doch Hefesporen sind so klein, dass sie auch bei tausendfacher Vergrößerung nur grob klassifiziert werden können. Die Urhefe erkennt man nicht im Mikroskop. Man kann zwar abschätzen, ob die Zellform dazu passt, aber man muss dann noch tiefer gehen. Man muss die DNA untersuchen, man muss quasi den genetischen Code mit bestimmten Markern, die wie Schlüssel zum Schloss passen, anwenden. Und dann kann man sehen, ob das jetzt eine Bierhefe ist oder ob das die Urhefe ist. Deswegen untersuchen die Forscher das Erbgut aller erfolgversprechenden Proben. Der Aufwand lohnt sich, denn jede wiederentdeckte Brauhefe hilft gegen den Einheitsgeschmack moderner Biere. Immerhin macht der Stoff rund 80% des Bieraromas aus. Da früher mit viel mehr unterschiedlichen Sorten gebraut wurde, schmeckte Bier deutlich vielseitiger. Die Hefejäger verfolgen deswegen jede Spur. Im Forschungszentrum Weihenstephan hat das Team aus ganz Deutschland eine Bibliothek zum Thema Bierbrauen zusammengetragen. Wir haben jetzt aus so alten Büchern verschiedene Zutaten gefunden, die man in Verbindung mit Hefen und mit der Gärung bringen kann. Also zum Beispiel Naturhopfen, Eichenrinde, Trauben. Natürlich andere Gewürze, die früher verwendet wurden. Und auf diesen Zutaten suchen wir dann noch Brauhefen oder noch den Vorfahren der Brauhefen. Diesen Spuren gehen die Forscher auch draußen in der Natur nach. Bei den Kelten und bei den Germanen, da war die Eiche ja ein heiliger Baum. Also wir haben alte Bierrezepte gefunden. Da wird dann Eiche eben zur Bierwürze zugegeben. Das heißt, das Ausgangsprodukt, bevor die Gärung einsetzt. Und das heißt dann, die Hefen, die auf der Eichenrinde drauf sitzen, die verursachen damit die Gärung. Alle erfolgversprechenden Brauhefen seiner Expedition füttert Matthias Hutzler mit Zucker und Mineralstoffen. Haben sie sich in den Petrischalen vermehrt, kommen sie in die Versuchsbrauerei. Auch wenn die Urhefe noch nicht dabei war, es wachsen aus den Proben immer wieder Kostbarkeiten. Nach nur einem Jahr hat Matthias Hutzler 18 Hefen entdeckt, mit denen es sich zu brauen lohnt.
Diese neue Vielfalt, die vielen unterschiedlichen Aromen sind gefragt. Von Weinstephan aus werden Hefen mittlerweile international verschickt. Und sie beleben das Brauwesen. Der Hefejäger findet keine Ruhe. Die Urhefe hat er noch immer nicht entdeckt. Deswegen geht er noch einmal zurück in die alten Keller, in denen er schon Proben genommen hat. Seine neueste Errungenschaft? Ein Keimsammler. Er saugt stundenlang Luft ein und mit ihr vielleicht ein paar Sporen jener Hefe, die die frühe Braukunst in Europa revolutioniert hat. Zwei Begriffe. Ich mach mal vor. Mhm. Zeigen. Rechts, links. Rechts, links, Mitte. Ja, aber das sind... Nein, Moment. Ach ja, ihr wisst schon, was ihr tut.